Ja, herzlich willkommen zurück zu den Ash Geek Studios beim Roger. Ja, und jetzt habe ich ein paar Ankündigungen zu machen, wie es im Kanal weitergeht. Reihenfolge weiß ich jetzt noch nicht genau, aber ich habe das ein oder andere Versprechen gegeben. Und in der Ankündigung möchte ich schon mal insoweit dem nachkommen. Ich schalte mal um. Jo. Einmal hat jemand, ein Abonnent, nachgefragt, noch ein bisschen detaillierter im Mojo Mojo, sich zurechtzufinden, beziehungsweise, dass ich da nochmal ein extra Video drehe. Ist verstanden, sehr gerne. Stand auch in den Kommentaren drin, fand ich super klasse, ganz ehrlich. Behandeln wir, ganz klar. Und auch das Thema Trio, Band Creator ist angekommen. Mache ich auch sehr gerne. Mal zumindest ein Einführungsvideo. Gucken wir mal, ob das ein Zweiteiler oder ein Dreiteiler wird. So, nächste Ankündigung, die ich auf jeden Fall auch machen werde, ist der Harley Benton DNA FX heißt der. Und da muss ich sagen, für das Geld, wie er angekündigt ist und wie ich ihn auch gekauft habe, da ist eine ganze Menge Verwertbares drin. Gucken wir uns auch an. Wird aus meiner Sicht aber wahrscheinlich auch ein Mehrteiler werden. Und dann habe ich noch einen Schmankerl für euch auf jeden Fall. Das ist der Kerberos von Nuix oder Nux, sagen die Amerikaner auch ganz gerne mal. Das ist auch eine super tolle Kiste. Da haben wir tatsächlich einiges an Bodentretern sozusagen in einem Gerät. Und der fühlt sich auch unheimlich analog an. Und da gibt es auch eine klasse Software dafür, finde ich. Auch das wird sicherlich ein Mehrteiler werden. Und sobald dann auch irgendwann mal lieferbar, bestellt habe ich ihn schon, das ist auch der Nuix oder Nux, ich glaube, das heißt MG30, das ist jetzt nagelneu, das Gerät, der kann auch, also da bin ich total verblüfft, was die Kiste kann, auch das wird ein Mehrteiler werden, wegen des Umfangs, ist ja ganz klar. Soweit, ich gehe nochmal auf Großbild. Soweit mal der Ausblick, was jetzt so alles mal kommt demnächst. Natürlich auch hier und wieder, klar, Studiotechnik und so weiter, natürlich kommt auch. Ich versuche das immer so ein bisschen einzuteilen. Ach, einen habe ich noch. Ich habe mir tatsächlich den Spaß mal gemacht und habe mir eine Harley Benton Gitarre gekauft, eine semi-akustische, mehr oder weniger, so eine Jazz-Gitarre könnte man auch sagen. Und da starte ich mal so insgeheim ein Projekt. Was kann ich da maximal als relativ erfahrener Gitarrist, sage ich mal, über die vielen Jahre, was kann ich da maximal rausholen aus dem Ding? Also auch das wird wahrscheinlich ein oder zwei Teile werden. Auch das kommt auf die Roadmap. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe, alles Gute. Bleibt mir schön gesund, euer Roger von den Ash Creek Studios. Bis dann. Ahoi. Ciao.